Hallo, da sind wir wieder in Gaming Rewind und wir sind hier in F1 World Grand Prix 2, der Nachfolger vom ersten Teil, den wir letztens hatten. Und ich gehe mal kurz die Systemeinstellung, um mal zu gucken, was man alles einstellen kann. Also das Kilometer natürlich, also wahrscheinlich hier wieder das Übliche. Ja, okay, passt, glaube ich. Oder so, Sound ist zwischen auch nichts Besonderes. Ja, also, ne? Passt. Also, ein Spieler, wir gehen rein. Und ja, das ist das Hauptmenü. Es hat nicht viel getan vom Hauptmenü. Einmal ist das Spiel ziemlich ähnlich zum Vorgänger, aber ihr werdet es auch rechtzeitig bemerken. Also, wieder mal ein Showrennen, Grand Prix, Szenario und Zeitfahren. Wir haben hier sogar den TV-Modus, der auch in F1 World Grand Prix drin war. Und ja, wir gehen wie üblich erstmal zum Showrennen. Denn wir wollen natürlich erstmal wieder das Grid durchgehen. Wir haben einmal McLaren, Mika Häkkinen und David Coulthard. Denn das Spiel basiert auf der 98er Saison. Also wir haben hier Damon Hill und Ralf Schumacher und Jordan. Wir haben Prost Peugeot mit Panis und Trulli. Wir haben Sauber, Petronas mit Alesi und Herbert. Herbert. So, Arrows mit Denise und Salo. Dann haben wir Stewart Ford mit Barrichello und Verstappen. So am Anfang sogar mit Jan Magnussen, aber er wurde ja irgendwann rausgeschmissen, wegen schlechter Leistung. Ricardo Rosetz und Tora Takagi im Tyrrell Ford. Minardi dann mit Nakano und Tuero. Da haben wir das Weltmeisterteam Williams mit Williams und Frenzen. Also auch das Spiel hatte Jacques Villeneuve nicht lizenziert. Ich glaube, kann diesmal auch wieder den Namen ändern. Das müssen wir aber gleich mal gucken. Also haben Ferrari mit Schumacher und Irvine, diesmal ohne Barcodes, im Gegensatz zum Vorgänger. Also hat man das auch wieder gestrichen und Benetton dann mit Fiesekeller und Wurz. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Williams. Ich möchte mal gucken, ob ich den Fahrer umbenennen kann. Gehen zu Driver Williams. Ja, Name ändern geht's. Aber bin ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen zu voll für, deswegen bleibt das bei Driver Williams. Lass das über Einsteiger. Ich habe letztes Mal sehr verzweifelt, ob Profi direkt. Deswegen, wir gehen direkt mal rein. Also, wir sind jetzt D. Williams. Genau auf die Strecken. Ja, der Kalender 98 beinhaltet natürlich Melbourne, Interlagos, Buenos Aires, letztes Mal auf 1 Kalender überhaupt, dann Imola, Barcelona, Monte Carlo, Montreal, Manicur, Silverstone, der A1-Ring, Hockenheim, Ungaroring, Spa-Francorchamps, Monza, wieder der Großpreis in Luxemburg auf dem Nürburgring und Japan. Diesmal gab es kein Jerez-Rennen, denn das wurde einfach ersatzlos gestrichen. Ich würde sagen, zum Anfang gucken wir uns mit direkt Buenos Aires mal an. Das ist jetzt letztes Mal hier drin auf der N64. Also gucken wir da auf jeden Fall nochmal rein. So, auch hier können wir wieder einstellen, Rennen Saison 1998. Das simuliert wieder Wetter, Defekte und sonst was. Wir starten wieder mal vom letzten Platz. Das ist so immer mein Fable. Ne, diesmal kommt, wir starten diesmal mittendrin. So, Platz 11. Machen Schaden rein. Was das bedeutet, keine Ahnung. Es hat beim letzten Mal auch nicht irgendwie was verändert. Also Boxenstopp machen wir rein. Flaggen, Runden lassen wir auf 4. Und ja, wir können uns auch die Streckeninfo angucken. Das ist anscheinend hier so ein Lab-Guide. Ja, sieht so aus. Willkommen in Argentinien, Buenos Aires. Streckenlänge, Rundenzahl. Cool, I guess. Es zeigt einfach nur eine stinknormale Runde auf dem Kurs. Aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht, denn ich will eigentlich nur ein Rennen fahren. Aber für die ganzen Anfänger könnte es vielleicht mal interessant sein, die Strecke zum so kennenzulernen. Auch wenn ich es eher sinnvoller halte, die selber fahren zu lassen und dann mittendrin Tipps zu geben. Wir gehen aber trotzdem jetzt rein. Argentinien sonnig, kein Regenrisiko, das ist doch das, was wir wollen. Gehen rein. So, hier haben wir das Setup-Menü. Stellen ein bisschen Benzin ein. Weiche Reifen, das lassen wir alles. Ich würde sagen, gehen direkt ins Rennen rein, ne? Let's go. Aber soweit hat das UI auch zwischendurch ein bisschen geändert, aber auch nicht groß. Aber an sich das Spiel ziemlich ähnlich zum Vorgänger. So, los geht's. Das Spiel wurde mir wieder mal von Paradigm Entertainment entwickelt und halt vom Videosystem wieder gepublished. Ja, und das kam halt 1999 raus. Oh, eine Sache, die mir jetzt gerade schon auffällt, die Steuerung ist nur 10-mal stabiler.
Nur halt die Framerate ist schlechter geworden. Das merkt man direkt. Also in der Fans World Grand Prix waren es noch so schön flüssige 50 FPS, würde ich jetzt mal sagen. Oder halt auf jeden Fall ein stabileres Bild. Während es hier, ja, hier sind es gefühlt weniger. Übrigens ist es auch mit Expansion Pack so. Ja, das N64 hat ein Expansion Pack mit, ich glaube, 4 MB mehr. Das war damals, für damalige Verhältnisse noch ziemlich viel. Oh, da hat sich jemand verabschiedet. Und da ist noch einer verabschiedet. Oh, was passiert denn hier? Lol, die verabschieden sich jetzt alle. Ja, auf jeden Fall, ja, also, die Framerate ist halt einfach dann schon problematisch. Aber ganz ehrlich, das juckt mich nicht. Denn ganz ehrlich, dass das, was dieses Spiel so viel besser macht und warum ich ganz ehrlich sage, dass das Spiel eigentlich das Bessere von den beiden World Grand Prix ist, ist einfach die Steuerung. Ganz ehrlich, die ist so viel direkter, die ist so viel angenehmer. Und das macht auch viel mehr Spaß zum Fahren. Also, ich fand F1 World Grand Prix ja auch schon nicht schlecht, aber ich finde das Spiel tausend besser. Upf. Auch wenn man sagen muss, von der Grafik her hat es da vielleicht nicht ganz so viel getan. Auf jeden Fall, der Fog ist nicht mehr so stark. Der berühmt-berüchtigte N64-Nebel. Der ist auf jeden Fall nicht so stark in diesem Spiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Spiel so, ja, ruckelig läuft oder so schwankend ist. Gute Nacht. Also von daher, ja, das wird es wahrscheinlich dann sein. Aber trotz, boah, das Handling bockt ja richtig. Also wirklich, das Handling bockt ja richtig. Ist ja richtig stabil. Hat richtig viel Vertrauen in das Auto. Ey, so mag ich das. Also, wo ich jetzt F1 Pole Position gesagt habe, das ist ja ein Witz. F1 World Grand Prix war ja dann okay. Das hier ist relativ gut. Das ist wirklich gut. Für N64-Verhältnisse ist es sogar super. Für ein Rennspiel auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, das ist 10.000 besser als Formel 1 98 auf der PlayStation. Aber ganz ehrlich, das ist auch nicht schwer. Also wirklich, das war ein Desaster. Aber das werden wir vielleicht auch nochmal anspielen. Dann haben wir sogar auf Original-Hardware, weil dafür habe ich einen Adapter dafür. Damit ich halt PS1-Spiele spielen kann. Das ist zwar auf 4:3, aber so sollten eigentlich auch PS1-Spiele laufen auf 4:3. Nicht irgendwie auf 16:9 gestreckt oder wie hier auf dem Emulator so gestreckt. Aber das habe ich eigentlich nur gemacht, weil, ja, warum nicht? Es juckt jetzt ehrlich gesagt keinen, wenn ich jetzt da 4:3 spiele. Aber eigentlich spielt man solche Spiele auf 4:3. Das ist eigentlich so. Also die damalige Ära war halt wirklich geprägt für 4:3. Auch die PS2 eigentlich. Die ist auch nicht so geschaffen für 16:9. Das gab es erst wirklich mit der PS3. Mit der HD-Ära. Und, oh, schön abgekürzt. Aber es war trotzdem so Spaß. Also ich kann damit spielen, manche andere können nicht damit spielen. Die müssen da lieber viele Euro investieren für, keine Ahnung, OSSC, also ein Upscaler, Konverter, alles, die da halt dann das Spiel, das gesamte Bild halt richtig hochskalieren. Ich werde mich aber wahrscheinlich für eine etwas simplere HDMI-Lösung entscheiden, so wie ich es eigentlich bei allen Konsolen habe, weil ich brauche jetzt nicht unbedingt da Hunderte von Euro zu investieren für so einen blöden Adapter. Das lohnt jetzt dann nicht wirklich für meine Bedürfnisse. Aber gut, das, wie gesagt, ist ja persönlicher Geschmack. Wer es braucht, soll es gerne haben. Dafür biete ich es auch gar nicht, um Gottes Willen. Also, wie gesagt, die sollen es gerne weiterhin benutzen. Und ich glaube, ganz ehrlich, für dieses Spiel wird es sich sogar lohnen. Also für jeden F1-Fan, der einen N64 hat, holt ich das. Also das kann ich jetzt schon sagen, nur wenigen Runden, die wir gefahren sind, es bockt übelst. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt gewinne, sondern einfach wirklich, weil das Handling einfach so stabil ist. Es macht einfach Spaß.
Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die KI wie ein Gummiband dran ist, aber ist halt einfach so. Das ist ja bei manch anderen PS1-Spielen auch nicht viel besser. Aber wir kommen zum Start und Ziel und wir gewinnen mal wieder ein Rennen. Haha, schön. Sehr schön. Haben wir direkt den ersten Sieg auch eingesackt. Ja, diesmal ist der Farbfilter nicht rot, sondern blau. Das ist der große Unterschied jetzt vom ersten Spiel. Das Rennresultat, ja, ist halt relativ unspektakulär, außer dass ein Williams mal gewinnt. Ja, zurück zum Menü, würde ich sagen. Ja, würde sagen, ist okay. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal, würde ich sagen, den Szenario-Modus an. Ja, Szenario ist genauso ähnlich aufgebaut wie im Vorgänger. Es sind einfach nur ein paar neue Sachen mit dabei. Also wir haben Tempo, Taktik und Mechanik. Ich gehe mal auf Taktik dieses Mal. Mit Eddie Irvine war es, glaube ich. So, schauen wir mal, was wir jetzt da machen müssen. Ferrari hoffte beim französischen Grand Prix die Siegesserie von McLaren zu beenden. Ab dem Start belegten die beiden Ferraris die ersten beiden Plätze. Nach einem Blitzstart übernahm M. Schumacher die Führung. Irvine folgte dicht hinter ihm auf Platz 2. Die McLaren lagen auf den Plätzen 3 und 4. Nach diesem Start konnten die Ferraris nun als Team zusammenarbeiten, um M. Schumachers Führung weiter auszubauen. Versuche als Eddie Irvine den zweiten Platz zu halten und hindere die McLaren am Überholen. Das erlaubt Michael Schumacher, seine Führung auszubauen. Okay, also einfach nur defensiv fahren. Okay. Krieg ich hin. Doch nicht. Schade. Ja, schön. Oh, die ist da so in Runden. Die haben wir so eine Rundenanzahl da unten. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also ja, ich bin weiter in Neubert. Das Spiel ist super. Für N64-Verhältnisse. Oh. Oh. Kann ich das irgendwie neu starten? Das war ja nichts. So. Renn neu starten. ihr habt das nicht gesehen? Da war gar nichts. Wie? Ich hab Mist gebaut. Leck mich doch. Ich hab ganz normal... ich bin ganz normal gefahren. Irgendwie so Unterstellung hier, ey. Langsam zu weit. Naja, egal. Wir fahren jetzt ran. An Michael Schumacher. Wir wollen zumindest mal dranbleiben. Oh, den sollte man eigentlich nicht holen. Das geht ja nur darum, dass ich vor dem bleibe. Vor den ganzen McLaren. Und halt eigentlich den Rest. So, dass Michael Schumacher seine Führung ausbauen kann. Das macht er auch gerade perfekt. Muss man sagen, jetzt ist hier das Handling auf ein bisschen steifer, also. Gut, das kann nicht immer so schön sein wie in Argentinien. Das ist auch nur ein blödes Szenario, also von daher ist es halt eh was komplett anderes. Wollte eigentlich mal so einen Livestream haben, wo ich mir die ganzen Szenarios mal durchspiele. Also sowohl F1 World Grand Prix als auch hier den Nachfolger. Soll ich das mal machen? Lass mal gerne einen Kommentar da, dann würdest du vielleicht so überlegen, mal wirklich das zu machen. Weil prinzipiell hätte ich nichts dagegen. Muss ja wie gesagt nur den Emulator anschmeißen und halt dann zocken. Oder ich warte halt auf den richtigen Adapter. Oh, jetzt haben wir die da hinten aber verloren. Hä, wo sind die denn? Na gut, dann können wir uns ja jetzt auf das Tempo fokussieren. 4 Sekunden, ja, das ist ja nix. Da haben wir das Szenario jetzt schon gewonnen. Aber Schumacher fährt auch gerade unnormales Tempo. Also meine Kurve ist nicht schnell. Ich muss auch dazu sagen, hier auch F1 World Grand Prix 2 kriegt man für relativ wenig Geld, würde ich sagen, für N64-Verhältnisse. Also, ich hatte, glaube ich, meine Kopie für 6, 7... Oh Gott. Nur eine Warnung mitgenommen, jawohl. Aber nee, wie gesagt, ich habe für meine Kopie nur 6, 7 Euro bezahlt. Und das geht eigentlich. Das will ich nix. Gratulation, du hast den zweiten Platz gehalten und Michael Schumacher einen riesigen Vorsprung ermöglicht. Ich habe nichts gemacht, aber okay.
Sehe ich auch so oder so. Jetzt, dann haben wir das zumindest Szenario uns auch mal angeguckt. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht alles durchspielen, weil das überstreckt den Rahmen dieses Videos. Wir gehen auch ein Showrennen rein, würde ich sagen. Wir wählen erstmal die Strecke aus. Die nicht mehr das Iris heißt. Welche Strecke wollen wir jetzt machen? Hockenheim. Eigentlich könnte ich den Hockenheimring als Vergleich nehmen, aber nee, irgendwie. Kein Bock jetzt drauf. Ja, Suzuka. Komm, nehmen wir Monster. Komm, nehmen wir Monster, Italien. Ich würde sagen, diesmal nehmen wir sogar mal das Weltmeisterauto. Oder? Nee, komm, ich nehme Benetton. Ich bin ja so spontan, nehmen wir mal Alexander Wurz. Ich steig so jetzt hier mal auf Profi um. Jetzt kriegen wir richtig auf die Fresse. Ja, das sollte passen. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen das Setup umstellen, weil wir brauchen Topspeed. Da reicht es nicht mit 25% Flügel zu fahren. So, 6 Runden Sprit reicht. Ich überfühle immer gern ein bisschen, weil dann habe ich zumindest ein kleines Puffer, das ich eventuell nutzen kann, um halt zumindest auf Sicherheit zu gehen und halt zumindest locker durchzufahren, ohne Stress. Wo sind die Lichter? Die Lichter habe ich jetzt nicht gesehen. Egal. Start war okay. So, ich bin gespannt, wie sich der Benetton jetzt fahren lässt. Ja, erstmal elegant abgekürzt. Und da geht schon Williams kaputt. Glaube ich. Ja, das war ein Williams. Also, hier passieren schon wieder alle Sachen. Was habe ich denn jetzt? Ah, Digga, ich kann nicht fahren. Neustart. Ich habe nichts gemacht. Ich sollte aber das Getriebe vielleicht auch ein bisschen länger stellen. Machen wir mal hoch. Es kann. So. Jetzt sollte es besser laufen. Hoffentlich. Ah, nee, den Schal haben wir nicht hinbekommen. Ah, Mist. Na gut. War nix. Passiert. Oh! Bruder, Auto. Was zum Fick? Also das Auto hat ja gar keine Stabilität mehr. Na gut, das ist jetzt schwer als Leck ist, das war mir klar, aber hä? What the fuck? Sagen, der Benetton fährt bisher nicht so gut. Ja, okay. Champion. Sind wir auch keine Champions. So, verpiss ich jetzt, Barrichello. Jetzt komme ich. Ach du Scheiße, ist da eng. So, schauen, ob ich jetzt noch irgendwas rausreißen kann. Vielleicht so ein Punkt, das wäre gut. Aber wenn ich weiterhin so durchs Kiesbett bretter wie so ein Irrer, dann wird's nichts. Ist ja leider so. Ja, 3 Sekunden wird schwierig einzuholen, glaube ich. Jetzt auch Profi, ne? Jetzt wird's auch ein bisschen härter. Gibt bestimmt den einen oder anderen, der halt. Wenn ich wieder auf zu einfach stelle, dann wieder sagt, oh, du hast doch eh auf einfach gewonnen, zählt nicht. Aber, ne? Gott, schön Lockup. Also sag ich, manchmal sollte man auf Meinung von anderen Sachen Gaming eh keine Rücksicht nehmen. Das ist kein Front an irgendwen, aber es ist halt einfach wirklich so. Teilweise, ne, haben die so komische Ansichten, dann. Oh, gelbe Flagge. Ja. Toll, der Prost ist kaputt. Ja, Mist. Wow, jetzt habe ich nach. Ey. Auch den Hill hatte ich. Was mache ich denn da, Digga? Was ist passiert? Vor komplett Konzentration weg. Jetzt Hill wieder fast 30 Sekunden vorne. Mist.
Ah, ich hatte in so einer Tasche. So, jetzt haben wir wenigstens eine bessere Ascari. Ja, manchmal ist es halt wirklich so. Manchmal sollte man echt auf manche YouTube-Kommentare echt keine Rücksicht nehmen. Die, dann sagen die zum Beispiel, irgendwer fährt sich auf Cockpit-Kamera, wie kann man so ein Arschloch sein oder so? Oder wie kann man so dumm sein? Wo ich mir immer denke, Leute, lasst die Leute so spielen, wie sie wollen. Wenn sie auf einfach spielen wollen, wenn sie mit Fahrhelfen spielen wollen, lasst sie einfach spielen. Das juckt dir dann nicht, was du denkst. Dann guck dir einfach was anderes an. Schreib ihn zu Jano Obmer hin, fertig. Oder was weiß ich, oder zu irgendeinem anderen guten YouTuber, der, also einem YouTuber, der halt Skill hat oder so, keine Ahnung. Weil nicht jeder. Okay. Gab es aus irgendeinem Grund eine Berührung? Aber es ist halt wirklich so, weil nicht jeder YouTuber hat genau denselben Skill wie jetzt irgendein E-Sportler. Und das sollte man nicht von irgendeinem YouTuber erwarten, der halt unterhalten will. Die zocken ihre Spiele halt so, wie sie wollen, um so ihre Zuschauer meist unterhalten zu können. Dass manche halt einfach dann trotzdem einen Scheiß-Content machen, das ist ja klar. Das haben wir auch in der Rennspielszene so häufig, wo halt Leute dann meinen hier, ja, Jungs, müsst ihr das neu von Mainz tun, das ist echt gut, nach einem Monat, Arsch, ist doch nicht so gut. Nee, tut mir leid, ist alles scheiße. Der tragische Fall von F1 oder so. Ja, also solche Videos regen mich da auch eigentlich am meisten auf, weil das sind halt die Leute, die vorher so krass Werbung gemacht haben, was einfach einspielen, dann so solche Clickbait-Titel machen, wo sie dann im Video selber gefühlt nur das Spiel gut reden und da halt erst so gegen Schluss auf das Thema kommen. Wo ich mir denke, wo ist da der tragische Fall? So. Ah, das ist eh noch das Beste, wo die dann sagen, oh, der tragische Fall, dann erklären die es nicht mehr richtig, sondern halt einfach nur, warum das Spiel nicht so gut nicht so großen Hype hat. Das hat ja nichts mit Fall zu tun. Fall müsste ja heißen, das war mal groß gehypt, aber das war es ja eben nicht so wirklich. Auch bin ich doof. Aber, warum drehe ich mich dann da? Also das ergibt halt gar keinen Sinn. Tut mir leid, das ist das Einzige, was so gar keinen Sinn ergibt. Ja, scheiße. Ja, okay, das war jetzt halt ziemlich dämlich. Jetzt haben wir alles hergegeben. Alles hergegeben. Schade. Aber egal, wir haben genügend Abstand auf Platz 10, Barrichello. Alles easy. So, jetzt holen wir uns Damon Hill nochmal wieder und jetzt. Komm, Ankara. Nein, doch nicht. Okay, wir bleiben Achter. Alles gut. Ich habe alles aber gegeben, aber mehr war einfach nicht drin. Oh? Oh? Kriegen wir es auf Platz 7? Also wir sind zumindest vorbei in Jordan. Das ist wichtig. So, das ist die Zielflagge und das war's. Ja. Ich würde auch sagen, das reicht eigentlich jetzt auch wieder. Ich glaube, ihr habt alles gesehen. Es ist im Grunde eigentlich immer auch FS World Grand Prix, nur halt in polierter Version, also halt mit besserem Handling. Dafür mit schlimmerer Framerate, also, ne? Aber ich sag ehrlich, heutzutage, ne, holt euch einfach beide. Es kostet nicht so viel. Mit etwas Glück kriegt ihr beide für 10er. Also es sind dann zwar nur lose Modulen wahrscheinlich, aber egal. Lohnt sich einfach. Also holt euch die Spiele irgendwie. Jetzt im Ernst. Also es lohnt sich. Oh, ich glaube so, die Replay-Phasen sind länger geworden. Also meine ich jetzt zumindest. Aber, ne? Das soll es auf jeden Fall sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da und ja, wir sehen uns dann zum nächsten F1-Spiel. Ich glaube auch dann zum letzten F1-Spiel auf dem N64. Also bis dahin. Haut rein und ciao.